Der Beef zwischen Kendrick Lamar und Drake hat sich für beide Seiten gelohnt. Millionen von Streams und mediale Aufmerksamkeit weltweit. Allerdings für welchen Preis? Allein Drake wurde inzwischen dreimal angegriffen und das in nur einer Woche. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier sowie auf Instagram Rapcheck. Die beiden Diss-Tracks brechen Rekorde. Sie übernehmen die Plätze 1 und 7. Dabei zieht Kendrick Lamar das Bessere los, denn sein Song erreicht 90 Millionen Streams, während der von Drake gerade einmal die Hälfte. Auch finanziell lohnt es sich für beide. Pro Million Stream bekommen sie scheinbar $3,000 bis $3,500. Doch scheinbar haben sie jetzt genug vom Beef, denn Drake plant bereits ein anderes Album passend zum Sommer. Somit will er weg von diesem Beef und den ganzen Diss-Tracks. Ist der wahre Grund aber, dass er um sein Leben fürchtet? Immerhin haben mehrere unbekannte Personen versucht, ihn auszulöschen. Er geht nun so weit, dass er seine Villa aus Angst verkaufen will. Außerdem soll er inzwischen mehr Bodyguards um sich herum haben. Ob er trotzdem so endet wie X oder Pop Smoke? Ich hoffe natürlich nicht. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Welcher Diss-Track hat euch persönlich besser gefallen und glaubt ihr, dass dieser Beef komplett eskalieren wird? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.